Moin Freunde und herzlich willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Es ist mal wieder soweit. Eine Woche ist um. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, diese Woche ist besonders schnell verflogen. Ja, es gibt einige Neuigkeiten. Zum einen gab es die Korrektur, die wir antizipiert haben bei Bitcoin. Allerdings ist sie jetzt hoffentlich auch schon wieder vorüber, denn morgen ist der Vollmond. Ihr seid alle herzlich eingeladen zum Vollmond-Hangout. Morgen Abend, ich denke mal so gegen 19, 20 Uhr, gibt es wie gewohnt zu Vollmond unser Zusammenkommen in Form eines Livestreams bei YouTube. Ja, könnt ihr kostenlos dazukommen, zuschauen, ein bisschen in die Tasten hauen und ich versuche dann möglichst viele Fragen zu beantworten und ein bisschen Programm abzuspielen, was wir so finden, was gerade aktuell ist. Und die Basis dafür legen wir heute, indem wir uns mal einige spannende Neuigkeiten anschauen. Unter anderem über X, die mittlerweile in über 20 Staaten die Erlaubnis haben, Finanzprodukte anzubieten, über eine krasse Cardano-Panne. Wir sprechen über die Bitcoin-Hashrate, die explodiert. Ich gebe euch aktuelle Informationen zu Evercraft. Die SEC will Ethereum als Wertpapier einstufen. Ja, täglich grüßt das Murmeltier. Das gleiche, was Ripple widerfahren ist, scheint wohl jetzt auch Ethereum zu treffen. Das ist wohl die Story des Tages. Müssen wir uns anschauen und inwieweit hat das Konsequenzen für dich? Und der Automated Market Maker ist gestartet und ja, zunächst gefeiert, mittlerweile schon wieder ein bisschen ausgebuht. Jetzt ist was Gravierendes passiert. Und das Ding steht still. Mehr dazu gleich. Beginnen wir aber erstmal mit einem kurzen Blick auf den Markt. Und da sehen wir, dass sich eigentlich wenig geändert hat. Die Meme-Coins performen nach wie vor etwas. Insbesondere Dogecoin hat wahrscheinlich immer noch so ein bisschen Bezug zu dieser ganzen Geschichte um X. Elon Musk haut ja immer öfter raus, dass er neue Lizenzen hat und so eben auch hier. Elon Musk Payments sichert sich neue Lizenzen und steht, oder die Einführung einer neuen Zahlungsfunktion bei X steht in diesem Jahr wohl kaum etwas im Wege. Es soll wohl kurz bevorstehen und dementsprechend ist Dogecoin auch sehr gestiegen die letzten Tage, denn viele glauben, dass unter anderem, ja, nicht als Hauptwährung, aber unter anderem eben auch Dogecoin implementiert wird. Elon hat das schon häufiger durchblicken lassen. Ja, ich bin mal gespannt. Wir wissen aber auch, dass er schon mehrere Vorwürfe oder sogar Anklagen erhalten hat, dass er in irgendeiner Form den Markt manipuliert mit seinen Aussagen und mit seiner Reichweite. Ich weiß nicht, ob das einen Interessenskonflikt abbilden würde, würde Dogecoin implementieren. Vielleicht hast du ja eine fachmännische Meinung dazu, dann schreib sie mal gerne unten rein. Ansonsten, die Hashrate explodiert vor Bitcoin-Halving. Lang ist es nicht mehr hin. Wir haben noch 26 Tage. Übrigens sehe ich gerade sehr, sehr geil. Der Fear and Greed Index hat sich schön abgekühlt. So muss das sein. Wir sind aus dem übertrieben gierigen Bereich raus, im gierigen Bereich. Und das war eigentlich das, was ich sagte, was wir brauchen, damit der Markt jetzt weiter Vollgas geben kann. Denn wir brauchen eben eine gewisse Korrektur, eine gewisse Take-Profit-Phase, die war da. Und ich bin monstermäßig gespannt auf das, was uns nächste Woche erwartet, weil ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass wir nächste Woche komplett durchdrehen werden, kurstechnisch. Ja, die Hashrate explodiert, also die Miner machen sowieso mehr Kohle denn je, denn Bitcoin hat mittlerweile eine der größten Blockchains, auf der DeFi abgebildet ist. Muss man sich mal reinziehen. Bitcoin galt ja immer als langweilig und ja, eigentlich nur zum Hodeln und hin und her senden, maximal so eine Zahlung. Mittlerweile laufen die ganzen Ordinals darüber, Bitcoin-NFTs und so viel mehr, dass die Miner unfassbar viel Geld verdienen, weil eben unfassbar viele Transaktionen dazugekommen sind. Und ja, das hat dann zur Folge, dass die natürlich sich die Taschen voll gemacht haben, auch wenn man festhalten muss, dass die Gebühren teilweise in solchen Peaks unbezahlbar waren und das natürlich auch zu Lasten der Miner geht. Alles in allem geben die nochmal Vollgas, haben ihre Hashrate nochmal richtig hochgetrieben, um noch möglichst viel Einfluss zu haben und möglichst viele Blöcke zu finden und Geld zu verdienen, denn die Bitcoin-Belohnung von 6,25 wird reduziert in 26 Tagen auf 3,125. Ganz kurzfristig gesehen wird es keine Auswirkung haben, weil die meisten Miner sicherlich noch soeben ihre Rechnung bezahlen können. Aber wenn man es dann eben weiterspinnt, wird es dann immer schwieriger, da die Strompreise und Mietkosten und Mitarbeiterkosten die gleichen bleiben in der Regel. Die Einnahme hingegen wird sich halbieren. Ja, dementsprechend muss was passieren. Entweder die würden doppelt so viele BTC finden, was nicht möglich sein wird, oder aber sie müssten eben darauf lauern, dass der Preis steigt, denn nur dann ist es weiterhin profitabel. Und so war es in der Vergangenheit ja immer. Deshalb sind wir sehr gespannt. Hashrate auf Rekordhoch. Cardano Stablecoin hebt zum Launch ab. Ja, das ist sehr witzig eigentlich, denn Cardano ja häufiger mal am Kritisieren, insbesondere die Person Charles Hoskinson kritisiert ja gefühlt viele Krypto-Communities. Ja, jetzt ist etwas passiert, was natürlich nicht weltbewegend oder dramatisch ist, aber was auf jeden Fall eine Hausnummer ist, denn die haben jetzt ihren eigenen Stablecoin rausgehauen, den sogenannten USDM. Und dieser USDM soll normalerweise immer ein 1-Dollar gepackt sein, also er ist immer 1 Dollar wert, so wie Tether. Und das Ding wurde einfach mal zum Launch direkt irgendwie 400% nach oben getrieben. Dementsprechend haben also einige Leute vermutlich Geld verloren und andere sehr viel Geld verdient mit ihrem Stablecoin. Und das Ding soll sich an viele Investoren richten. In 17 Staaten in den USA wird das Ding wahrscheinlich eingeführt, wenn ich das hier richtig verstehe. Ja, und er wird ähnlich wie USDC und Tether funktionieren. Ab nächsten Monat wird es auch für kleine Investoren zur Verfügung stehen, also auch für uns. Allerdings wurde ganz klar gesagt, dieser Fehler
Fehler, der sich da eingeschlichen hat, wurde schnell behoben und es soll auch in Zukunft nicht nochmal vorkommen. Dennoch fand ich es ein bisschen zum Schmunzeln und wer austeilen kann, na, der kann sicherlich auch ein bisschen einstecken. Ja, ich habe euch vor einer Woche schon mal gesagt, wir werden nochmal einige Updates fahren. Unter anderem gucken wir uns erstmal Evercraft an. Ein Projekt mit einer wirklichen, realen Lösung, die man sogar sehen kann und anfassen kann in Form ihrer Umweltanlage, die man hier im Hintergrund sieht. Auf jeden Fall haben sie zum einen einen eigenen BTC-Echo-Artikel bekommen. Fand ich sehr cool. Werden wir uns gleich mal einen Teil daraus anschauen. Und vor allem habe ich neue Infos für euch, wann der Token-Launch startet. Einige von euch sind ja schon im Presale investiert. Ich werde euch gleich erklären, wann das Ganze an einer großen Börse losgehen soll. Und es gibt auch noch ein Launchpad, wo nächste Woche ein bisschen Musik reinkommen soll. Und ich zeige euch mal was zu den Personen hinter Evercraft. Sehr interessant. Bei vielen Kryptowährungen am Markt lässt sich ein echter Mehrwert durch Anwendungschancen nicht erkennen. Anders ist es beim EZ-Token, der sich aktuell in der heißen Phase des Presales befindet. Das Projekt hat sich ganz dem Umweltschutz verschrieben und widmet sich einem der drängendsten Themen unserer Zeit. In Angesicht der globalen Umweltprobleme und des Klimawandels will Evercraft mit dem EZ-Token eine tokenisierte und nachhaltige Zukunft schaffen. So ermöglicht ist er auf dem Constellation DEX-Netzwerk, merkt euch das, dazu zeige ich euch gleich mal was zu Constellation DEX, aufgesetzte Token jede Transaktion völlig ohne Kosten und in kürzester Zeit durchführen. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf die vielen Umweltschutzprojekte, die künftig ein Teil des wachsenden EZ-Ökosystems werden sollen. Und ich glaube, das ist sowieso die Zukunft, generell die Projekte, die keinerlei Kosten mit sich bringen, beziehungsweise keinerlei Energie von außen benötigen, wie beispielsweise Bitcoin mit dem Proof of Work, die Sicherheit an der einen Stelle, dieses Umweltthema an der anderen Stelle. Und da der Großteil der Leute sich wahrscheinlich eher weniger mit den Technicals beschäftigt, glaube ich, werden viele eben nur das Ergebnis feiern. Und wenn Blockchains carbon-free und umweltfreundlich arbeiten, wird das sicherlich in Zukunft ein wichtiger Punkt sein. Nach über einem Jahrzehnt der Forschung sind sie eben in die Öffentlichkeit getreten, haben ihre neue Anlage vorgestellt vor einigen Wochen. Und mit dieser Anlage ist es möglich, CO2 einzusparen und diese reduzierte CO2-Menge kann eben dazu führen, dass du daran profitieren kannst, wenn du EZ-Tokenhalter bist. Denn die eingesparten CO2 werden über die Blockchain gemessen und basierend auf den Umsätzen werden EZ-Token permanent verbrannt. Dies führt zu einer exponentiellen Deflation, die dem Kauf im Presale und das Projekt insgesamt nach lukrativ für die Teilnehmer gestaltet. Also je mehr CO2 eingespart wird, desto weniger Token sind am Markt, desto wertvoller können natürlich die Token werden, die da sind, wenn eine gewisse Nachfrage herrscht. Und von daher ziemlich interessant. Was ich sonst immer so ein bisschen fragwürdig finde, ist, wenn irgendwelche Projekte sich damit ja rühmen, dass sie mit irgendwelchen größeren Projekten kooperieren, so ja hier auch immer dieses Erwähnen von Constellation DEX. Aber man muss sagen, die haben wirklich keine heiße Luft, denn schaut euch einfach mal an, von wem Evercraft Echo Technologies einfach gefolgt wird, ja, von Constellation, dem offiziellen Kanal von Constellation DEX und auch hier einer der Co-Founder, der Holger Kuhlmann, dem wird ebenfalls gefolgt von Constellation und auch der Gründer von Constellation folgt Evercraft. Also von daher ist da definitiv eine fette Connection und ich würde euch allen empfehlen, dass ihr euch das Projekt mal anschaut. Ich werde das Ganze hier unten verlinken und ich kann euch schon mal verraten, Mitte bis Ende April soll der Token Launch auf einer großen Börse stattfinden. Welche das genau sein wird, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall soll eben Mitte bis Ende April das Ganze starten und bis dahin gibt es dann sogar noch ein Launchpad und zwar auf Lattice.is. Das ist ein Launchpad für Projekte auf Constellation. Hier findet man zum Beispiel auch Obius und ab der nächsten Woche, so zumindest der Plan, wird Evercraft auch hier erscheinen und ihr könnt eben auf dem Launchpad ebenfalls aktiv werden und die Allokation starten. Ich denke auf jeden Fall, das wird sehr, sehr spannend, den Token-Launch zu verfolgen. Auch interessant zu verfolgen, wie sich dieses ganze CO2-Thema noch weiterentwickelt. Es wird ja schon seit Jahren darüber gesprochen, dass eine CO2-Steuer kommen soll, irgendwelche CO2-Zertifikate und so ein Kram. Ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das in der Realität umsetzt. Falls ihr euch näher damit beschäftigen wollt und euch vielleicht sogar den Token sichern wollt, werde ich euch auch dazu einen Link in der Videobeschreibung lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn das Launchpad startet und wenn dann auch noch jetzt Mitte, Ende April das Listing auf irgendeiner großen Börse losgeht, dass der Token sicherlich zumindest eine Chance hat, zu performen. Drückt allen die Daumen, die investiert sind. Dennoch, wie immer, der Hinweis, egal welches Projekt wir uns anschauen, es sind alles Projekte, die in den Kinderschuhen stecken. Dementsprechend achtet immer darauf, dass ihr euch vorher informiert. Guckt euch die Projekte in der Tiefe an, macht eure Recherchen. Investiert wirklich nur, wenn ihr eben gewisse Risiken in Kauf nehmt. Ansonsten muss ich sagen, macht das Projekt einen soliden Eindruck. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne unten rein. Wenn ich sie nicht beantworten kann, leite ich sie sonst gern weiter an das Team. Weiterleiten tue ich auch mit Vergnügen die SEC direkt von Ripple weiter an Ethereum. Denn das, was eigentlich schon längst hätte passieren müssen, meiner Meinung nach, nämlich dass Ethereum zumindest mal angeschaut wird, ja, das ist jetzt passiert. Ihr erinnert euch, Ripple wurde damals verklagt, haben bis heute den Gerichtsprozess an der Backe, dass sie illegal Wertpapiere ausgegeben haben. Ja, und Ethereum hatte eben einen Freifahrtschein wegen Bill Hinman, der hatte mal 2018 was, glaube ich, auf einem Yahoo-Forum, hat da einfach gesagt, ja, Ethereum ist kein Wertpapier. Er gehörte damals zur Führungsebene der SEC und von daher hat damals die SEC keinen Einspruch eingelegt, sondern ist einfach erstmal so geschluckt. Alle XRP-Halter finden es natürlich extrem kurios, denn wir wissen,
wissen, dass Ethereum und Vitalik Buterin viele Dinge von Ripple abgekupfert haben, nicht nur die gesamte Idee des Netzwerks mit Smart Contract, die sie höchstwahrscheinlich von Codius abgeschaut haben, nein, auch die Art und Weise, wie Ripple sein ICO gemacht hat, genauso hat Ethereum seinen dann gestaltet. Deshalb war es für einen Außenstehenden unverständlich, warum das eine Projekt jetzt vor Gericht steht und das andere Projekt einfach weiter Vollgas gibt auf Platz 2. Jetzt gibt es zumindest Ermittlungen, ob daraus überhaupt ein Prozess resultiert oder was bei diesen Ermittlungen rauskommt, ist natürlich fraglich und das kann man heute nicht beantworten. Die größte Gefahr, die ich hier allerdings sehe, ist nicht nur, dass Ethereum eben vor Gericht Probleme bekommt und dann vielleicht der Kurs sinkt, sondern viel schlimmer noch, wenn sie, und darum geht's, ab 2022, also seitdem sie vom Proof of Work zum Proof of Stake gewechselt haben, wenn sie danach als Wertpapier eingestuft würden, hätte das sicherlich große Konsequenzen für alle ERC-20 Token, also alle auf der Ethereum-Chain basierenden Projekte und Token. Und das sind gefühlt irgendwie 80%, von denen wiederum nahezu alle diesen Proof of Stake verwenden. Und sollte Ethereum da ernsthaft Probleme bekommen und es irgendwie rückwirkend Konsequenzen haben kann für die Ethereum Foundation, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es eben auch gewisse Anweisungen gibt für alle ERC-20 Herausgeber. Einige Projekte fahren mehrgleisig, wie beispielsweise diese ganzen Stablecoins. Da wird es gar kein Problem sein, denn eben den ERC-20 Token wegzulassen. Aber manche andere Projekte basieren eben ausschließlich auf Ethereum und das sehe ich auf jeden Fall als Gefahrenpunkt. Zum einen muss natürlich erstmal ein Prozess starten, der muss auch noch zu Ungunsten von Ethereum laufen. Aber wenn es so wäre, müsst ihr euch auf jeden Fall heute schon mal geistig darauf vorbereiten. Was ist meine Strategie? Wie ist mein Portfolio aufgebaut? Besteht es zu 99% aus ERC-20 Token? Dann würde ich vielleicht überlegen, mir zumindest mal einen Schlachtplan aufzustellen. Ansonsten denke ich, kann man jetzt auch hier viel reinfaden und interpretieren. Bisher gibt es eben nur irgendwelche Gerüchte, dass Ermittlungen gestartet wurden und noch keine offizielle Ansage seitens der SEC. Ich werde auch das für euch weiter im Auge behalten. Kommen wir zum Ripple XRP Update und die coole Überleitung mit Mr. Pool, denn der hat bereits heute, also vor roundabout heute vor 2 Jahren, am 28.03., also mit 2 Jahren Delta, bereits das hier rausgehauen, Security. Wer weiß, vielleicht meinte er damit irgendwie die Anspielung an Ethereum. Das ist aber nur Spekulation. Nicht ganz so spekulativ ist das, was ich euch jetzt zeige, denn der AMM, der Automated Market Maker, ist endlich gestartet. David Schwartz schreibt, nach ca. 2 Jahren ist es endlich soweit. Der AMM ist live im XRP Ledger Mainnet. Damit beginnt ein längerer Weg vom heutigen ersten Rollout bis hin zu künftigen Wachstumsmeilensteinen für Benutzer, Händler, Entwickler, Market Maker und viele mehr. Wir freuen uns auf die Reise mit Ihnen allen in der XRPL-Community. Diese Entwicklung, bekannt als XLS30 Standard, ist eben für diese dezentrale Exchange gedacht und bringt einen einmaligen Ansatz für On-Chain Market Making und Liquidität. Naja, den Rest spare ich euch. Ich werde euch natürlich auch gerne diesen Artikel verlinken. Kurzum, es gibt eben eine Möglichkeit, auf dezentrale Art und Weise in Zukunft eben an diesem ganzen Thema mit zu partizipieren. Ihr könnt eure XRP hinterlegen, dadurch Liquidität abbilden und dann dementsprechend dafür belohnt werden. Einige von euch haben berechtigterweise gesagt, ja, gibt es denn da Sicherheiten oder gibt es da irgendwelche Garantien? Nein, die gibt es nicht. Deshalb sind die Rewards auch relativ hoch. Ich habe gesehen, einige Projekte geben 7-8%. Das ist schon nicht wenig. Aber es gibt eben immer gewisse Risiken und gerade am Anfang gibt es halt häufiger, wie wir zum Beispiel von bei Cardano gesehen haben, auch bei deren Launch gab es Probleme, gab es jetzt tatsächlich beim AMM auch Probleme und zwar ziemlich krasse, denn Ripple XDev, also diejenigen, die daran arbeiten, hauen Folgendes raus. Wir haben in einigen AMM-Pools eine Diskrepanz festgestellt, in der Transaktionen nicht wie beabsichtigt ausgeführt werden. Unser Technikteam arbeitet bereits daran. Aus größter Vorsicht ist es am besten, vorerst keine Gelder einzuzahlen. Und diejenigen, die Liquidity Pool Token haben, sollten am besten überlegen, die wieder umzutauschen, also einzulösen. Wir werden so schnell wie möglich Updates dazu bringen. Der Preis ist wohl irgendwie wahllos gestiegen, beziehungsweise einige Transaktionen wurden einfach nicht ausgeführt und alles noch so ein bisschen fehlerhaft und am Stottern. Kritiker sagen schon, Ripple kriegt ja gar nichts hin. Ja, jetzt haben sie so lange Zeit gehabt, da irgendwas dran zu werkeln und dann kommt sowas dabei rum. Zum einen arbeitet Ripple Labs ja nicht alleine daran, sondern im Prinzip ist es ein Konglomerat aus ganz vielen Entwicklern, wobei eben federführend diese Ripple X Devs sind. Allerdings wissen wir, wenn man recherchiert, dass die alle irgendwie zusammengehören, also kann man durchaus sagen, die gehören zu Ripple. Allerdings sitzen da jetzt nicht Brad Garlinghouse-Leute in San Francisco dran und werkeln daran, sondern es ist eher so eine Kollaboration verschiedenster XRPL-Entwickler. Dennoch, traurige Geschichte und vor allem zeigt es wieder einmal, dass nicht immer der frühe Vogel den Wurm fängt, sondern man manchmal ein bisschen abwarten sollte. Ich selbst habe beim AMM noch gar nichts gemacht, ich bin mir sicher, die meisten von euch auch nicht. Solltest du was gemacht haben und den Fehler
ganz genau kennen, dann schreibt doch gerne mal, was da jetzt genau das Problem war, würde mich meiner Praxis interessieren und inwieweit das ein großes oder eher kleineres Thema war. Vielen Dank für viele neue Follower bei Twitter, vielen, vielen Dank, oder bei x.com. Folgt mir sehr gerne, wenn ihr up to date bleiben wollt, da bin ich immer am schnellsten, wenn ich irgendwas finde, teile ich das sofort und ihr findet mich unter @ffdk_17. Ja, Freunde, das war's für heute. Morgen sehen wir uns schon wieder zum Vollmond-Hangout, freue ich mich drauf, wünsche euch jetzt einen wundervollen Sonntag, erholt euch noch schön, startet genial und vor allem gesund in die neue Woche und wir sehen uns morgen. Bis bald. Ciao.